Und damit ahoi und willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ich bin's wieder, euer Captain Ozzy. Und wie versprochen, kehren wir heute direkt nach Kingston zurück, um mit der Hauptmission weiterzukommen, um zu sehen, wie es in der Hauptstory auch weiterläuft. Wir haben mittlerweile ziemlich viel abgegrast. Ich verspreche euch, heute werden wir auch eins dieser Highlights in diesem Spiel auf jeden Fall machen. Will aber jetzt noch nicht zu viel verraten. Erstmal mit der Hauptmission weiter. Jetzt müssen wir uns Honeygold schnappen. Aber erstmal müssen wir rausfinden, wo die sind. Aber mal schauen. Adelaine sagte mir, und zu ihm bin ich auch auf dem Wege. Und Adelaine sagte mir, dass er jemanden, einen Informanten gefunden hat, der uns sagen könnte, wie wir weiter vorangehen können. Und deswegen bewege ich mich jetzt gerade mal zu ihm hin und schau mal, wo er sich denn aufhält. Ah, hier vorne ist es ja gleich. Na gut. Dann mal gucken. Ah, moin, Digga. Und, was geht? Dann sag mal los, was ist Sache? Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm! Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Ja, Digga. Jetzt mal keinen Stress. Wir haben es doch schon fast geschafft. Okay. Dann werden wir mal gucken. Wo sollen sie sich dann aufhalten? Irgendwo hier. Okay. Gucken. Laufe ich einfach mal ganz frech durch. Na, seht ihr mich? Ja, stop there. Okay, war schnell genug wieder weg. Ja, manchmal muss man einfach nur dreist sein. Dann klappt das manchmal auch. Okay, na mal gucken. Jetzt bin ich mitten in dem Feld. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oh, Kacke. Jetzt sieht er mich. Gerade. Warte mal. Schlafheilig. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Na, warte mal, schnell verstecken. Haben sie mich jetzt gesehen? Okay. Gut, das war's dann wohl. Mal gucken. Sucht mich niemand? Nein, sucht mich niemand. Na, wo seid ihr jetzt? Irgendwie müsste er ja sein. Super, ich stand direkt über ihn. Na, okay. Dann werden wir die beiden Burschen mal belauschen. Und werden ihm mal folgen. Mal gucken, wohin die Reise geht. So, Honeygold und Rogers verfolgen. Okay. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Ei. So. Okay, muss kurz warten. Wie ihr seht, ich bin gerade mal ein klein bisschen gesprungen. Ich habe zwei Grobiane erledigt. Ah, immer dieser Kack-Scharfschütze. Komm, nächste Grobian. 4 Stück muss ich davon erwischen, wenn ich die Nebentätigkeit erfüllen will. Muss ich mal gucken, ob mir es gelingt. 2 habe ich jetzt. Alarmglocken habe ich auch. 1 von 2. Und Vertrauen. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die Ersten. Ja, dann werden wir mal um die Jungs. Ah, hier ist die linke Alarmglocke. Kann ich euch sabotieren? Oh, natürlich. Du willst ja jetzt aber nicht die Scheiße drücken, oder? Weg mit dir. Und sabotieren. Dann ist das Ding nämlich außer Betrieb. Okay. Und den Jungs wieder hinterher verfolgen. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl, das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Ja, der Commodore war schon ein Assi. Darum ist er ja auch tot. Okay. Mal hinterher langsam. Ist noch Abstand. Einmal hinterher gehen, hinterm Baum ein bisschen verstecken. Ah, okay, hier wäre auch eine Tür. Aber nehmen wir den Busch. Ja, da laufen sie.
Jetzt renne ich auf der anderen Seite vom Haus lang. So, ja, ja, du mit deinen 20 Sekunden immer. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Ja, sie drehen sich gerade um, das passt. Kann ich direkt hinter ihrem Rücken ins Gebüsch krabbeln. Lauf mal weiter. Wo wollt ihr hin? Ich glaube Richtung Hafen, ne? Na, hätte ich auch da auf euch warten können. Naja, egal. Mal gucken. Sorry. Oh, Kacke, sie sehen mich. Ab ins Gebüsch. So, sehr gut. Ja, das ist schon ein bisschen zu einfach, wenn sie einen erwischen, dass man sich einfach, obwohl sie einen sehen, und sie sehen auch, dass man ins Gebüsch sich verkriecht, dass sie dann trotzdem mehr oder weniger nicht mehr so misstrauisch sind und irgendwann weitergehen. Aber gut, soll nicht unser Problem sein. Macht uns die Sache eigentlich nur umso einfacher. So, gehen wir mal hier lang. Müssen ja nicht durchs Militärgebiet durch. Geht ihr jetzt rechts oder geradeaus? Ich glaube rechts, oder? Wenn ihr Richtung Hafen wollt, geht ihr wohl rechts. So, mal schauen. Wo kommen sie denn? Da hinten kommen sie. Geht ihr rechts? Ja, mal gucken. Wo sind sie? Das ist super, noch ein Holzzaun. Aber sie kommen in meine Richtung, das ist schon mal gut. Okay, dann verstecken wir uns mal hier. Naja, da kommen sie ja beide. Das passt doch ganz gut. Ach, immer zählt er die Zeit runter, wenn ich in die andere Richtung gucke. Okay. Oh, jetzt bringt er noch ein paar Kumpels zu mir, oder was? Obwohl das keine Rolle spielt. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entweichen. Wenn Captain Edward Ozzie Kenway euch auf den Fersen ist. So. Dann wieder so eine hohle Nuss, wo nur in eine Richtung guckt und Wache schiebt. Soll uns egal sein. Okay, da seid ihr. Laufe ich doch mal glatt ein bisschen parallel zu euch. Oh, Kacke, haben nicht die zwei gesehen. Aber sie bleiben stehen. Okay. Mal gucken. Gehen sie alle weiter? Okay, sie gehen alle rein. Dann gehen wir doch auch mal rein. Was habt ihr erfahren? Ah, ein Grobian. Die Princess wurde vor 6 Wochen mit Schaden gekapert. Soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Okay. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir? Ja, er wieder mit seiner Marionette. Captain, oh, jetzt muss ich in den Bereich bleiben. Seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott. Nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ihr könnt selbst den Krieg. Eine meiner Sklaven, ich muss mich beeilen. Ich muss sie umlegen, weißt du? Sonst sind sie mir nur im Weg. Ah, jetzt aber Beeilung, 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 Beeilung. Okay, Glück gehabt. Nur schnell hier hinter. Einige Männer zu versklaven oder alle. Okay. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohl gesprochen, Großmeister. Och, jetzt haben sie mich gesehen. Na egal, mal gucken. Ist jetzt gescheitert? Okay, funktioniert. Okay. Oh, aufpassen. So, weg mit dir. Und du, oh Scheiße, jetzt bewege dich vorwärts. Moment, Moment. Freunde, ich würde ja gerne mit euch spielen, aber ich muss weiter. Jetzt weiter, weiter, weiter. Nicht bevor ich da irgendwie noch deswegen jetzt... Hey, Glück gehabt. So, weiter. Okay, da sind wir. Erinnerte mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochrane. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen. Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen! Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Der du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Okay, dann mache ich halt mal deine Burschen platt und danach bist du dran. So, weg mit dir und du kriegst eine rein. Moment, erstmal Schwert nehmen. Okay.
Da sind doch schon ein paar Burschen in der Scheune. Sag mal, was macht ihr denn hier alle in der Scheune? Ihr Dorfdisco oder was? Boah, Kacke. So, jetzt reicht's aber. Weg mit dir. So, weg, du weg. Jetzt muss ich mir erstmal den Typen hier krallen, wenn er hier anfängt, wieder rumzuschnitzen, weißt du? Ach. So, wo kann man? Und. Hey! Aber ich habe ihn trotzdem rumgelegt, den anderen. So, was ist los jetzt? So, weg mit dir. Ist auch mal weg. So, und jetzt, wer will jetzt? Zack. Stör. So, so auf. Weg. Haha, das habe ich aber kommen sehen. Und. So, sehr schön. So. Ui, so ein Nest hier. Kommt da noch mal einer dazu. So, weg. Und jetzt kommst du dran. Jetzt gibt's. Boah, du Dreckspatz. Boah, hier kannst du haben. Und zack. So, so sieht's aus. Gib mir deine Kohle her. So, erstmal ein bisschen. Auch Bomben voll, Kugeln voll. Schade, egal. So, warte, erstmal kurz da. Jetzt lade ich doch mal nach. Und dann hole ich mir noch mal ein paar Kugeln von euch. Okay, nachgeladen haben wir. Mal gucken, hast du noch ein paar Kugeln dabei? Und drei, also eine fehlt mir noch. Okay, gut, haben wir doch wieder alle Kugeln aufgefüllt. Stopp. Ich habe das gesehen, da ist doch noch eine Kiste gewesen. Die nehme ich mal gerade mit. Mal gucken, was ist drin. Wahrscheinlich wieder dreimal Holz oder sowas. Oh, dreimal Metall. Naja, zumindest die Anzahl hat schon mal wieder gestimmt. Na egal. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Einfach aus dem Gebiet entkommen. Moment. Auf die Scharfschützen habe ich jetzt gerade eigentlich weniger Bock. So, mal gucken. Verstecken. Na, wo bist du? Siehst du mich? Kuckuck. So. Boah. Und weg. Gut. Okay. Oh Gott. Oh weia. Also, wie ihr seht, ich spiele nicht allzu oft Call of Duty. Ne? Oh, jetzt muss ich mich aber auch wieder verstecken. Ja, aus dem Gebiet entkommen. Normalerweise sollte ich mich jetzt nicht allzu lange mit diesen Burschen hier rumärgern, aber... Ja, es macht halt schon Spaß. So, was sagen? Mal ein bisschen aufräumen hier. Etwas hier reinlichten und dann werden wir uns der Sache annehmen. Was war das? Ein kleiner Grafikfehler. Warte mal. Wer geht zu dir? So, und jetzt bist du dran, Bursche. Weg und zack. Blute in Frieden, du Dreckspatz. So, jetzt werden wir mal aus dem Gebiet hier entkommen. Mal wieder nachladen. Und dann werde ich die Leute plündern, mir gleich wieder die Munition zurückholen. Ja, probieren wir es mal. Eine Kugel. Schlafpfeile, endlich mal ein paar Schlafpfeile. Nochmal drei Kugeln. Ja, das habt ihr dabei. Ne, Kugeln voll. Hast du, kommen noch ein paar Schlafpfeile? Rauchbomben. Ah, Berserkerpfeile. Sehr schön. Okay, du hast nur Kohle dabei. Hast du noch was anderes dabei? Auch nicht. Kugeln voll. Na egal. Und mal weiter. Dann wollen wir doch mal glatt weitermachen. So, und jetzt steht. Ja, zack, zack, Doppelattentat. So muss das sein. Und weiter. Okay. Gut, dann haben wir das Gebiet verlassen. Ich glaube, wir haben 100% geschafft. Sehr schön. So mag ich das. Okay, dann denke ich mal, sind wir hier in Kingston erstmal soweit fertig. Machen wir uns auch glatt auf den Weg. Erstmal Richtung unserem Schiff zurück. Und werden... Ah, okay, bevor wir jetzt ins offene Meer zurückkehren, möchte ich noch kurz meine Flotte kurz bearbeiten. Ne? Die sind ja jetzt wieder zurückgekommen, die Schiffe alle. Habe auch wieder neue Missionen, weil, ihr werdet es sehen, zeige ich euch gleich, ihr müsst alle Routen in Kenways Flotte abfahren, um wirklich auch die letzten Schatzkarten zu kriegen. So, weil, abwarten. Okay, Missionserfolg, ja, 5200, sehr schön. 5000 nehme ich auch gerne.
Nochmal 3,7. Okay, Gegenstand gefunden. Auch wieder 3,8. Sehr schön. Noch eine Gitarre oder Ukulele, keine Ahnung, was es ist. So. Da, Schatzkarte. Da haben die mir eben gerade eine Schatzkarte von der Mission mit zurückgebracht. Deswegen, ich bin jetzt, muss alle Missionen aus Kenways Flotte abgrasen, damit ich dann wirklich sagen kann, okay, ich habe dort auch die letzten Schatzkarten. Ne? Das fange ich jetzt systematisch an, überall. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hier überall war, werde jetzt aber nach und nach alles durchgehen. Ah, okay, 2 verfügbar. Gut, mal kurz freigebatscht, reparieren und dann schicke ich euch mal auf den Weg. So, und du? Ausgelaufen. So, andere Mission noch. Da geht es jetzt in erster Linie weniger noch ums Geld, sondern eher, dass ich jetzt wirklich jede Route mindestens einmal befahren habe, dass ich auch dort die Schatzkarte habe. Dass ich die letzte Kackkarte irgendwo herbekomme. Ich weiß nämlich jetzt nicht genau, wo sie ist. Ich muss jetzt auch mal gucken. Ja. Ist das auch freigesetzt? Da sind auch wieder einige Missionen verfügbar. So, du bist weg. So, nächste. Du bist auch weg. Ah, Speedwell. Nächste ausgelaufen. Genau. Runter. Auch wieder reparieren. Okay, will ich direkt auslaufen. Brauchen wir gar nicht. Und ah, reparieren besser. Und auslaufen. Und eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Wollte gerade sagen. Reparieren. Und unterwegs. Okay. Mal gucken, was habe ich denn noch? 4 Missionen verfügbar. Okay. Dann muss ich der Sache auch mal kümmern. Reparieren. Die Katalan. Davon habe ich ja auch mehr als eine. Hier, seht ihr? Die bin ich noch nicht gefahren, die Mission. So, da will ich jetzt auch hin. So, schicke ich die Glory hin. Ich hoffe doch, dass ich mit einer dieser Missionen nachher wirklich meine letzte Schatzkarte, die mir noch fehlt, bekomme. Alle anderen habe ich noch nicht. So, Katalan, die zweite, auch ausgelaufen. Du auch nochmal reparieren, genau. Und ab dafür. Sehr schön. Gut. Sind wir doch jetzt hier auch erstmal gewesen. Was hier? Nichts verfügbar, 2 verfügbar. Aber ich glaube, die habe ich alle schon gemacht. Ja, ich glaube, die habe ich alle schon gemacht. Ne, weil ich gucke mal, ob da bei den einzelnen Missionen jetzt noch was mit dem Ausrufezeichen ist. Weil das sind doch eher die Missionen, die ich nämlich noch nicht habe. Und wenn nichts verfügbar ist, brauche ich da nicht freibatsche. Ne? So, das ist jetzt das Letzte, was ich mache. Direkt in England. Warte mal, Laderaum, gucken. Schiff mit großem Laderaum, da habe ich eins. So, reparieren. Und los schicken. Jetzt machen wir schon direkt Handel direkt mit England. So, und los schicken. Gut. Und reparieren. Und ab dafür. So. Und 2 haben wir noch. Oh, auch wieder ein größerer Laderaum. Warte mal. Erstmal die wegschicken. So. Keine Schiffe mehr. Alle Schiffe unterwegs. Okay, schade. Na egal. Seht ihr, das Maximum an Schiffen ist unterwegs. 15 Kriegsschiffe auf den Weg geschickt. Ja, das heißt, das Geld verdient sich von alleine. Das heißt, dass wir uns jetzt auch auf die weiteren Wege machen. Und jetzt habe ich doch direkt etwas vor. Da will ich mich jetzt dran versuchen. Ich habe es die letzten Male angesprochen und jetzt werden wir schauen. Was ist das im Nebel? Sieht aus wie ein Schiff. Unseren ersten Giganten. Unsere erste legendäre. Unser erste legendäre Schiff sozusagen. Von den Toten erweckt, um uns zu versenken. Ja, von den Toten erweckt. Wir wurden von den Toten erweckt, um sie zu versenken. So wohl eher. Okay. Das heißt, Freunde der Sonne, ihr oder wir. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Weil das ist schon ein ordentliches Kaliber. Die 4 legendären Dinge. So, und boom, Feuer frei. Mal gleich direkt klar machen, wer hier der Chef ist. Und nochmal. Aber das tut ihr nicht wirklich Schaden, so viel wie Mörse. Also, jetzt gehen wir mal auf Rammgeschwindigkeit. Oh, das hat schon mehr wehgetan. Oh, Breitseitenkanonen tun wir weh. Oh, guck mal, Mörser und... Oh, Quatsch, Mörser. Seebrache und Breitseitenkanonen. Okay, wollen wir mal gucken, wie lange wir das Spiel jetzt hier durchführen können. Schnell wie möglich Dauerfeuer betreiben. Bam, bam, bam. Los, komm jetzt. Feuer.
Boah, guck mal, sie nimmt gut ab. Das verliert recht ohne. Boah, jetzt hat sie das Feuer eröffnet. Das tut dann auch schon brutal. Und sie schießt mit Mörser und fleißig weiter. Ui, das ist schon ordentlich runtergemetzelt. Komm, Kinder, komm, Kinder. Ja, sehr gut, sehr gut. Also man merkt doch schon, dass wir die Elite-Ausrüstung haben. Oh, ich hab sie fast, ich hab sie fast. Komm, 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 komm. Oh, boom! Jawohl. Jawohl, komm. Und? Hab ich euch gleich? Jawohl, wenn das kommt, jetzt habe ich sie geknackt. Unglaublich, beim ersten Versuch das erste legendäre Schiff versenkt. Sie ist wirklich erledigt. So, wie ihr gesehen habt, das ging jetzt schneller und zügiger als erwartet. Ein legendäres Schiff besiegen. Kein Problem. Es ist geplant, dass die anderen drei folgen werden. Du kriegst nur eine mit auf den Weg. So, erstmal die 20.000 Reales einkassieren. Gut, haben wir das doch mitgenommen. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal in Richtung unserer Hauptmission weiter. Was haben wir jetzt? Ohne Witz, ein Piratenjäger. Du hast nicht gesehen, was wir gerade mit deinem großen Kollegen gemacht haben. Ach je. Na, dann lass dich mal herkommen. Will mich dann reparieren, dann habe ich auch gleich wieder volle Leistung. So, na komm. Boot. Ist das schon dicht genug? Nee. Na, jetzt kommt er. Los, komm jetzt. Oh, wie lange sollen wir denn noch auf euch warten? Jetzt gib mal Gas. So, und Feuer. Na, jetzt. So, diese Kiefer auf den Rumpf, nicht auf die Segel. Das macht mir Schaden. Oh, willst du uns rammen? Tutu. Ach, das war ein scheiß Timing. Hätte ich schneller machen müssen. Egal, normalerweise mache ich das ja ganz gerne. Lass mich so ein bisschen anlocken. Okay, das war's schon. Oh, du rufst mich gerade. Oh, wir sind am Rand der Karte. Ja gut, das kann dann auch mal passieren. Aber kein Problem. Wir kehren ja zurück. So. Endgang. Ei. Hol die Landratten ein. So, Sniper nehmen. Und BEM! Einer, zwei. Und was willst du denn? Runter mit dir, unter Deck. Du Landratte. Noch einer. Sage mal. So macht man das. Wenn die Luke offen geht und die Leute hochkommen und ihr schießt direkt drauf, erwischt ihr immer zwei, wenn ihr Glück habt, drei Leute. Manchmal sogar mehr. Aber es ist immer so eine Sache. Was mache ich denn nur mit euch? Ist ja wohl low, ne? Jack Dorf, volle Leistung. Aber gut. Jetzt dafür. Jetzt werden wir uns weiter Richtung Afrika bewegen. So. Okay, Metall und Rumpf. Ja, jetzt. Bleibt mal locker, Kinder. Ja, komm, ich will auf Reisegeschwindigkeit. Oh, muss ich, jetzt geht's. Muss man immer noch ein bisschen warten. Okay. Sehen. Greife ich euch an oder mache ich jetzt weiter? Es ist immer so verlockend. Ich brauche die Ressourcen jetzt gar nicht mehr so wirklich. Ne, mittlerweile habe ich es ja so im Großen und Ganzen schon zusammengesammelt, was ich eigentlich brauche. Aber, hier vorne ist es ja auch gleich. Okay. Gut. Vertrauen muss man sich verdienen. Das werden wir doch. Dann schauen wir mal. Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Ei, nach Afrika. Naja, mit den paar Segeln wird es aber eine Woche gehen. Naja, mal gucken. Oh, wir sind schon da. Na, dann ist das der Atlantik doch nicht so groß wie gedacht. Nein, nur Spaß. Wir sind ein klein wenig gesprungen. Wir haben ja die eigentliche Open-World-Karte verlassen, weil Afrika ja eigentlich nicht zur Open-World-Karte gehört, sondern so ein bisschen außerhalb liegt. So genauso wie Charleston, wo der Blackbeard leider von uns gegangen ist. So, Manu, was ist jetzt hier los? Okay, hier ist eine Flotte. Eine Flotte von was? Was sind die denn? Royal African. Okay. Lächerliche Lusche.
Wo sind die Lutscher hier? Krieg mal deinen großen Bruder vorbei. Ups, man sollte ihn halt auch treffen. Ne? Boah, das hat ihm schon mal ordentlich gedacht. Oh Kacke, jetzt bin ich hier umgegangen. Feindliches Feuer! Ja, feindliches Feuer ist gut. Ich muss mich erstmal drehen, Freunde. Ja, ihr müsst aufpassen. Euer Schiff kann so gut sein, wie es will. Ihr dürft euch nicht an irgendwelchen Klippen oder Wänden festfahren. Ne? Das Rausdrehen tut richtig weh, wenn die an das Feuer nehmen. So, nächstes Kanonenboot weg. So, wo ist hier noch einer? Okay. Wo bist du? Da bist du. Ach, kann ich schon entern? Okay, dann werden wir das mal glatt tun. Dann werden wir euch doch glatt mal entern. Arr, hol die Landratten, los. Keine Gnade. Alle Lutscher, die im Weg kommen, umlege. Zack, komm, Snipern, zack. Und, hab ich, oh, darüber geschossen. Darüber geschossen. Hm? Hab ich jetzt? Hä? Zerstören. Ich treffe es nicht. Unglaublich, ich treffe es nicht. Okay, die sehen mich. Ne, dann werde ich jetzt mal drumherum schwimmen. Und dann mal von hinten kommen. So. Pulverreserven des Schiffes. Ja, das habe ich ja versucht. Oh, Mann, Mann, Mann. Gucken sie alle in die andere Richtung. Über der Schuh. Okay, hat nicht funktioniert. Und weg mit dir. So. Haben wir schon ein bisschen aufgeräumt. Ein bisschen Zündle, Kugeln. Und weg dafür. So. Oh. Wow. Auch geklappt. Ah, Kacke. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So. Aber jetzt nicht das Fass jetzt hier, oder? Scheiße, ist doch das Fass. Oh, ich habe jetzt nicht gedacht, dass es noch aktiviert gibt. Zum Aktivieren ging ja egal. Ging uns ja noch relativ gut. Wir haben ja nur schon fast relativ komplett. Oh. Oh, Kopfnuss gekriegt. So, Moment. Gibt es Geheimwaffe Nummer 2? Jetzt spinnt er schon wieder. So. So, das macht am meisten Spaß. Da können sie zu 5 oder zu 6 sein. Einmal eine Rauchbombe. Alle stehen da. Und ihr könnt alle abmurksen. Gut. Was habt ihr denn so Schönes dabei gehabt? Ich habe gar nicht geguckt vorher. War mir auch eigentlich egal. Holz, Metall, schwere Kugeln, Mörser, Krummelglieder. Okay. Naja, gut. Und tschüss. Weg mit euch. Ich kann euch leider nicht in meine Flotte aufnehmen, weil das missionsbedingt leider nicht geht. Aber jetzt werden wir andocken. Ich suche nach Robert. Kommt bald zurück. Die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Ja, Digga, entspann dich. Ich komme gleich wieder. Ne? Keine Partys, während Fati weg ist. So. Gut. Ah, holen wir uns gleich mal den Aussichtspunkt, weil den können wir auch per Schnellreise dorthin. So. Einfach mal schnell an Land geschwommen. So. Wollen wir mal schnell da hoch. Und den Aussichtspunkt dann auch schnell holen. So. Geht ja an für sich immer relativ fix. Aber da muss ich die Schätze nicht immer suchen, indem ich dann in die Nähe renne. Sondern sehe das alles relativ schnell auf der Karte. Kann wieder zielgerichtet dahin laufen. Werde das Ganze aber natürlich wieder ein bisschen abkürzen, damit es euch nicht zu langweilig wird. Okay. Schöne Bucht. Schön die Ruhe. Okay, wohin weiter geht's? Okay. Da müssen wir hin. Da ist noch eine Truhe. Okay, warum liegen da lauter Tote? Wir werden es gleich erfahren, denke ich mal. Okay, zweite Truhe. Dann untersuchen wir das Gebiet mal. Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Robert. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochrane und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir.
Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt sind wir mit dem Roberts im Bunde, mit dem Weisen. Mal gucken, ob das so funktioniert mit dem. Es soll uns ja auch nur auf unserem Ziel weiterhelfen. So. Da sind jetzt auch nochmal welche am Lagerfeuer. Komm, ich mock's eben mal schnell so ab. Aha, na Leute. Komm mal her. Zack, zack, zack. So, willst du auch noch was? Dann komm her. Kriegst auch noch eine. Okay, weg mit dir. Und du? Na los. Und weg. Gut. Okay, jetzt auch wieder eine Kiste. Wo ist denn jetzt, hä? Wo ist jetzt die Kiste gewesen? Warte mal, ich höre es doch auch. Ach, da unten. Okay. Okay. Aber irgendwie habe ich so ein dummes Gefühl. Warte mal, hier war doch noch was. Ja, checken wir mal kurz. Ah, warte mal. Ah, bei den Türmen. Neben dem rechten. Rechts neben dem rechten Turm. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo ist hier? Welcher Turm? Ah, na, da würde ich doch mal fast drauf wetten, dass es da unten. Ah ja. So, Leute. Seht ihr? Nächsten Schatz geborgen. So, was gibt's denn Feines? Was hast du denn Feines für mich? Bestimmt wird wetten 4000 Reales, vielleicht 3000. Aber gibt's noch mehr? Hm, 4000 Reales. Okay, 15 von 22 Truhen gefunden. Na ja, gut, haben wir noch 7. Ein paar Pläne habe ich ja noch. Die anderen Pläne hoffe ich dann doch jetzt über Kenways Routen noch zu kriegen. Ich glaube, ein oder zwei kann ich über die Routen holen. Weil ich habe bereits gecheckt, man kriegt in den Tavernen leider keine neuen Pläne mehr. Das habe ich leider schon ausgeschöpft. Okay, warte mal, sobald ich mich näher. Okay, dann schlaft ihr. Dann schlafen. Dann überleben nämlich die Leute. Oh, ich muss ab, zack. So, du bist weg. Oh. Oh. Jetzt werde ich doch auch. So, hinterher. Jetzt stimmt mir aber gerade nicht. Aber er reagiert gar nicht. So, und du? Auch weg. Okay, da oben ist der eine Typ. Da geht's hier nicht hoch. Wo geht's denn hier hoch? Moment. So, hoch da. Du siehst mich. Okay, dann schnell hoch. Und tschüss. Boom. Weg ist er. Gut. Gut. So, schnell weg mit dir. Die Jungs befreien. Alles klar. Dann haben wir das auch. Okay, da ist ein Fragment. Aber um das Fragment zu holen, müsste ich jetzt ins Wasser springen. Dann wäre ich ja wieder ganz unten. Nee, dann hole ich mir das ab. Hole ich mir mal später. Ich komme hier bestimmt später nochmal auf dem Rückweg vorbei. Eventuell muss ich mal gucken. Aber jetzt werden wir dann weiter im Text gehen. Aber wir nähern uns auch so langsam dem Ende dieser Episode. Wir werden die Mission nicht in dieser Episode fertig machen. Hoffe aber natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Freue mich darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder mit dabei haben zu dürfen, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ja, lasst gerne ein Like da oder auch ein Feedback. Bis dahin, Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit. Das ist ja hier wie wild am Rumhüpfen. Ich will doch ins Wasser springen. Also, Leute, ahoi, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.